Moin moin Brüder, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter mit Space Hulk Tactics mit den Blood Angels. So, wir öffnen mal eben gerade hier die Tür. Es waren Space Wolves hier. Normalerweise legten sie Minen, um die Genestealer in Schach zu halten. Wenn es uns gelingt, ihre Minen zu finden, könnten wir die Bedrohung der Genestealer eindämmen. Ich muss mal einen Kaffee trinken. Ah, und schon flutscht die Stimme wieder. So, den nächsten. Oh, das war kein Schlüssel, das war eine Klaue. Wir haben einen Ausrüstungsgegenstand gefunden. Und nebenbei, es fällt mir auch gerade auf, wir haben eine Probe eingesammelt. Hier ist noch eine Klaue. Ah. Muss man aufpassen, hier gibt es Waffen, aber ganz viele Klauen. Das ist einfach nur ein Vorteil. Ich gehe mal auf T. Na? Doch. Hat jetzt einer hier ein neues Waffenmodul? Nö. Der hat eine Kettenfaust. Nö. Der hat einen Flamer. Rüste den mal aus. Super. Nö. Müssen wir mal gucken. Hier steht auch nur Vorteil entdeckt. Das Portal bringt uns dahin. Wollen wir dahin? Aber bisher ist die Bedrohung ja sehr gering, ne? Wenn wir wahrscheinlich das hier manuell öffnen, müssen wir zurück. Komm, gehen wir durchs Portal. So, wir haben die Leichen der Brüder der Space Wolves gefunden. Ihre Wunden unterscheiden sich von den anderen, die nach den Angriffen der Genestealer festgestellt wurden. Eine der Leichen ist unversehrt. Bruder Apothekari birgt seine Gensaat, damit wir sie nach Fenris zurückbringen können, wenn wir überleben. Ja, wir haben nichts Besseres zu tun, als die eine Gensaat zu diesem einen Planeten zu bringen, zu den Wölfen. Nimm dir Zeit, an die Gene zu gelangen. Sie könnten nützlich sein. Entnimm schnell ihre Module. Entwurf Autowache. Diese Körper sind noch intakt. Verwende sie als Köder. Bedrohung ist für 5 Bewegungen gehemmt. Naja, ich glaube... Ah, hier ist die Bedrohung ein bisschen höher gekommen. Ach, es ist ein Space Wolf. Das ist kein... Das ist so ein... Ja, es ist zwar ein Marine, aber... Ja, sind so ein bisschen mit Wölfen gepaart. Ich nütze ihn als Köter. Für was anderes ist der nicht zu gebrauchen. Oh Gott, jetzt werden alle, die Space Wolves mögen, haten. So. Gehen wir mal weiter. Genau, dann gehe ich hier unten lang und hole mir die Klaue und gehen hier nochmal da und die nächste. So, und die Bedrohung ist wieder runter. Gut. Dann kommt hier die nächste Entscheidung. Hier hat ein merkwürdiger Kampf stattgefunden. Den Raum füllt eine Wolke aus üblem Geruch. Um die Wände sind Clownspuren und Einschusslöcher übersät. Was auch immer hier drin war, die Space Wolves versuchten es einzusperren, indem sie alle Türen verriegeln. Oh, wir hatten wirklich eine Mission? Nee. Wechselig. Wir haben überhaupt 2 Missionen. Das ist die End. Das ist die Jage. Für die. Ja, wir jagen natürlich für die Inquisition. Wir wollen alles mitnehmen, was geht. Und speichern mal. Nur Schlüssel, da haben wir bisher alles mitgenommen. Töten wir mal für die Inquisition, ne? Brother Sergeant, the Inquisitor is making contact. With respect, Brother Captain, our mission is at a critical juncture.
You have little time to spare. Captain, Sergeant, I am fully aware of your situation. However, my servants have identified several abnormal biosignatures in a nearby section. Is this yet another order from the Inquisition, my lord? I must object. Nein, wir müssen das machen. Not this time, Lord Captain. This is a request. Though I consider the destruction and subsequent analysis of these abnormal gene stealers important, I won't risk jeopardizing your current situation. I leave the choice in your hands. Tahariel has command over there. I trust his judgment. Very well, Captain. Sergeant, what do you say? Will you help the Ordo Xenos advance our knowledge of this enemy? We can and we will, my lord. I understand the imperatives of the Ordo Xenos full well. Ja, der macht doch alles, der Sergeant. Hauptsache nicht nach Hause fahren und putzen. Der geht er lieber weiter in den Space Hulk rum, um zu kämpfen. You made a bold and loyal choice, Sergeant. I expected no less. Na gut, putzen tun die nicht, die haben ihre Diener dafür. So, töte alle mir, ach, diese komischen Seuchenviecher. Aber machen wir, komm. Das war auch so eine Nebenquest für die Inquisition, aber dafür kriegen wir eine Probe. Eine haben wir schon, ich glaube drei oder vier brauchten wir. Machen wir. So. Wir haben jetzt einen Flamer an Bord. Ach, ich liebe ihn jetzt schon. Ich liebe ihn jetzt schon. So, dann haben wir aber nichts für ihn hier, ne? Du hast immer noch keine Energieklaue. Ne, keine Energieklaue, nichts. Nehmen wir den Bruder mit. Also Doc, du hast die letzte Chance. Ey, wenn du jetzt nicht mal was Geiles machst. Ich muss irgendwie gucken. Er muss doch irgendeinen Sinn haben, der Typ hier. Wir könnten eigentlich auch noch Karten kaufen hier für den Bruder. Jetzt habe ich einfach geklickt. Boah, komm, was soll's. Zack, her damit. Zack, ja, komm. Ich habe jetzt nicht geguckt, was er braucht. Ich fiel mir so beim Klicken ein. Ach ja, man könnte es ja mal lesen, aber naja, habe ich vergessen. Ich bin immer gerade hier bei meinem ersten Kaffee. Aktuell ist es bei mir sehr früh. Wenn ihr das Video seht, wer weiß, wie spät es bei euch ist. Ich dachte mir, ich bin aufgestanden, trinkst deinen ersten Kaffee, hast Zeit, spielst du mal Space Hulk. Guter Start in den Tag. So, von denen halte ich bisher nichts. Aber vielleicht zeigt mir die KI, wie toll diese Viecher sind. Deploy your squad in this area. The location of the abnormal signatures will be transferred to your sensoria. Lange wir sie nur töten müssen und ich irgendwie gefangen nehmen müssen, bin ich dabei. Schnell zuschlagen, ja. Wir sind ihr Verhängnis. Schnell finde ich bei Terminatoren immer relativ. I wish I could be there with you, Tahariel, but the ship requires my guidance. Immer diese Ausreden. Nur drei Stück und währenddessen kommen wahrscheinlich noch andere Viecher, ne? Hm. Denke ich mir auch. So. Ich pack trotzdem den Sergeant in die Mitte. Gefolgt von den Apothekario. Du kommst nach vorne. So, der mit der Sturmwaffe nach hinten. Und der neue Flamer nach vorne. Das ist meine Startaufstellung. So. Kurz gucken. Das sind schon zwei. Haben wir eine Karte, dass wir eine kostenlos eine Tür öffnen können? Ziele auf einen Tür. Nein. Ziel auf einen. Nein. Ziel. Wirkungsbereich für schweren Flammenwerfer hält zwei Züge. Hm, das ist nicht schlecht. Ups, weil der normalerweise ja nur für einen Zug reicht. So, wenn ich jetzt eine Tür öffne.
Da kommen schon wieder meine Probleme. Ich glaube. Machen wir einfach mal. Nee, scheiße. Es hatte echt nur. Dann wenden wir die mal um. Ach, gehen wir mal ein bisschen Risiko. Wird schon nicht. Die werden schon nicht gleich hier da sein. Jetzt haben wir hier Stau. So viel zu schnell, ne? Das ist jetzt auf jeden Fall Ork-Setting. Wie schön es doch mal wäre, gegen Orks zu kämpfen, weil die können ja auch schießen. Sieht sehr sicher aus. Welcher Ort wird das wohl sein von den Orks oder welche Gruppe? Ich weiß es nicht. Oh, schöner Knochen. Kopf, Totenkopf am Hintern. Oh, schick, schick. So, das war unsere Runde. Wir haben da noch 9 Züge, ne? Ach ne, 19. Töte folgende Einheit. Achso, und eine Einheit müssen wir in 9 Zügen töten. Ich gebe mir Mühe. Oh, es kommen 3 Signale von rechts. Mein Zug. Einer ist schon quasi hier. Hier, mein Fürst. Hier. Und dann lasse ich dich da schießen. Mal kurz, Süßer. Haben wir noch was anderes hier? Nee, ne? No risk, no fun. Ah, scheiße, es sind gleich 2 Signale. Ah. Ich hab gleich einen Bruder weniger. Warte mal. Hier ist die Flammenwerfer-Geschichte. Wenn er einen Nahkampf überlebt, erhält er plus 5 für einen Gegenschlag. Naja, ups. Im Nahkampf wird der hier nicht überleben. Vom Opfern haben wir mal die Karte um. Wir könnten jetzt auch auf Watch Mode gehen, aber das wird er nicht überleben. Ne? Jetzt müssen wir eine Wahrscheinlichkeit von. Er wird den zweiten auch nicht überleben. Ach komm. Oh nein, nein, nein. Gib dir eine Chance. So. Achso, die Tür ist noch zu. Ach, da ist keine Tür. Ach, Durst. Kam ich da vorhin auf die Idee, dass da eine Tür ist? Weil da kann nur 2 Felder gehen. Moving forward. Gucken wir mal. Vigilance, brother. Da sind auch jede Menge Plips. Da bräuchte ich eigentlich eine schwere Waffe. Da habe ich voll falsch gestellt. Yes, brother. Da gehen wir nochmal zurück. Vigilance, brother. Und falls der Sergeant stirbt, haben wir hier jemanden mit einer dicken Wumme. Eieiei. So, einen haben wir gekillt. Der seht ihr nicht, scheiße. Achso, es zählt nicht, wenn der. Hä? Wir haben ihn doch gerade getötet. So, er ist natürlich absolut falsch. My fear is to fail.
Sache. Die haben jetzt so ein Heilungssymbol. Was bedeutet das? Dass wir den Typen nur unterstützen? Waiting for them. Wir gehen mal zurück. Dann sind wir in der Schusslinie von dem anderen. Das ist auch scheiße. Haben wir eine Karte, wo wir einen hundertprozentigen 2 plus für den nächstes Abwehrfeuer. Beträgt seine Reichweite 4 und 2 plus, naja. Können das immer alles gleich gebrauchen. Der nächste Nahkampf ist ein Erfolg. Ach komm, das machen wir. Komm mal her. Gar nicht spielen. Auf dich. Du bist jetzt Gott. Warte. Und jetzt hauen wir immer voll auf die Nuss. Hau drauf. Das sah ein bisschen scheiße aus. Wir haben voll daneben geschlagen. Er ist trotzdem tot. Also wir hätten wahrscheinlich daneben geschlagen, aber die hundertprozentige Garantie hat ihn dann doch gekillt. Nett. Ja, und wieder falsch gedrückt. So, F-Taste. Dann gehen wir da auch auf AP. Dann haben wir jetzt eine Chance, ihn wegzuhauen. Haben wir jetzt die Nebenquest? Haben wir immer noch nicht. Das war doch schon wie so eine Einheit. Haben da schon zwei platt gemacht und wir kriegen es einfach nicht gut geschrieben. Das Spiel mag mich nicht. So. Feuer. Feuer. So. Ach komm, das ist kein Problem, Sergeant. Alles so gewollt. So, Bruder Flammius. Karte umwandeln. Ach komm. Ach, das sieht gut aus. Ja. Haha, Barbecue. Gene Stealer Barbecue. Ist das nicht schön? Es müsste in denen ihrer Runde noch da bleiben. Jetzt haben wir natürlich den Weg verstopft. Und falls er stirbt, haben wir den nächsten. Ach, ist das nicht schön. Ich finde das super. So, nächste Runde. Ein Hammer eigentlich quasi noch. Ah, der ist ein bisschen schüchtern. Dann jagen wir ihn, oder? Kein anderes Signal hier in der Nähe. 4 Punkte. Können wir ihn einmal in den Rücken schießen? Kriegt er noch ein paar AP und dann haben wir auch ihn eliminiert. Ah, warte. Jeder Terminator kriegt 2 Aktionspunkte. Ich liebe das. Aber das muss reichen. So. Feuer. Es ist so ein bisschen wie bei XCOM. Du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit. Okay, hier sind so 56%. Er ist direkt vor dir und du schießt daneben. Gut. Das war mal kurz, ne? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber haben wir auch die Nebenmission haben wir jetzt komischerweise auch als Erfolg verbucht. Dann mal gleich gucken. Ja, das wissen wir. Probe, machen wir. I'll take no more biosignatures, my lord. I believe we killed the last one. Excellent. My sensors confirm indeed that you slew all the biodivergent gene stealers. We will teleport the bodies at once and begin dissections. This is an outstanding achievement, Sergeant. You have the thanks of the Ordo Xenos. Ja, gern geschehen. You bring glory to our chapter, Tahariel. You surpass your ancient wounds and stand fast in the Angel's name. Continue with your mission, my brother. At once, my lord. Battle brothers, maintain formation and proceed to the next waypoint. Even if this sortie were to end now, I would deem it a success. Great strides have been made in our knowledge of the alien swarm. I wonder if those strides will be any use to my kinsmen. We shall see, Captain Obaldo. Habe ich schon gesagt, ich traue dem nicht?
Ah, eine Probe fehlt uns. Dann haben wir das auch schon komplett. Dann öffnen wir mal die Tür. Holen wir uns das nächste. Ich verstehe gerade nicht die Bedrohung. Achso. Nicht weit von hier lokalisieren die Space Wolves eine strukturelle Schwäche. Sie wollten dort eine Bombe platzieren, aber ein Teil ihres Trupps fiel zurück. Vielleicht können wir den Sprengstoff finden und zu Ende bringen, was sie begonnen haben. Verstanden, Bruder. Machen wir doch. Wo komme ich denn da hin? Hier ist irgendwas. Was ist denn da? Space Wolves haben Sprengstoff platziert, um eine eingestürzte Passage zu durchbrechen und so ihren Trupp zu erreichen. Sie können ihren Sprengstoff nicht mehr scharf machen. Weil sie konnten ihren Sprengstoff nicht mehr scharf machen. Aktiviere, um die Passage frei zu machen. Behalte den Sprengstoff als Ressource. Ach komm, wir machen mal frei. Du hast etwas Munition verwendet, um die Ladung detonieren zu lassen und den Weg vor dir freizuräumen. Aktiviere Sprengstoff. Ja, Hammer. Oh, warte mal. Zweite Detonation. Mal die Mission nochmal. Ich könnte jetzt dahin zurücklaufen, Marco. Hier ist was. Die Nachhut der Space Wolves hatte hier ihr Lager aufgeschlagen und wartete auf Befehle, aber kam ums Leben. Sie war nicht weit weg vom Rest ihres Trupps. Dieser Sprengstoff kann nicht weit weg sein. Verstanden, Bruder. Die Space Wolves bauten Geschütze, um die Genestealer fernzuhalten. Diese Maschinen werden auf alle schießen, das nicht die genetische Signatur der Space Wolves trägt. Haltet die Augen offen. Ja, wir sind ja auch keine Space Wolves. Du findest die Geschütze der Space Wolves. Als du dich ihnen näherst, beginnen sie in deine Richtung zu schießen. Sie werden auf alles feuern, was nicht die genetische Signatur der Space Wolves trägt. Ja, Rückzug. Wir finden einen anderen Eingang. Oh, das ist doof. Als du dich zurückziehst, bringen die bringen die Geschütze die Deckung zum Einsturz und versperren dir den Weg. Oh. Toll. Muss den langen Weg wieder zurück. Nein! Signale! Ich habe Bruder ist. Ach komm, lass mal. Oh, ist confirmed. So. So. Wir haben uns durchgekämpft, wieder mal einen Bruder zurückgelassen. Das ist dieser Typ, den wir, glaube ich, schon mal zurückgelassen haben. Der kann das. Der kommt dann irgendwann später wieder in so 3-4 Runden. Ja, wir haben jetzt ganz viel abgegrast. Hinweise habe ich bisher noch nicht. Die haben wir bisher noch nicht gefunden, ne? Die Hinweise. Na gut. Nächste Runde würde ich sagen, geht's weiter mit der zweiten Detonation. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten könnt ihr mich gerne liken, kommentieren, könnt ihr auch. Ja, und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.